Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich mache mir heute meine Haare wieder fresh, ist auch bitter nötig. Ich muss gleich erstmal duschen, ich bin total verschwitzt und meine Haare sehen ein bisschen oll aus. Außerdem müssen die ganzen Pflegereste, Haarölreste raus, damit die neue Tönung gut hält. Ja, in den Spitzen tut sich immer noch nicht wirklich viel, wird sich auch nicht viel tun. Habe ich euch ja letztes Video schon erklärt, warum, weshalb. Mich nervt das ziemlich, muss ich gestehen, denn ich hätte eigentlich ganz gerne wieder einheitlich helle Haare vor allem. Ich habe momentan voll Bock auf Pastelltöne, aber das ist ja hier nicht möglich. Jetzt habe ich echt überlegt, ob ich die nicht abschneiden soll, aber die sind jetzt gerade wie so lang und ja gut, die werden dann immer noch lang, aber irgendwie fühle ich das gerade nicht. Vielleicht irgendwann mal, aber jetzt gebe ich einfach nur irgendwas drüber. Ich töne mir meine Haare jetzt diesmal komplett, nicht nur die Spitzen, so wie letztes Mal. Und ja, ich habe gerade schon so ein bisschen in meinem Farbschränkchen geguckt, das werdet ihr gleich sehen. Ich muss jetzt erstmal duschen. Also wie gesagt, ich bin fix und fertig. Ich habe gerade die ganze Bude gefühlt geputzt. So sehe ich wahrscheinlich auch gerade aus. Ich habe mir so viele Farben rausgepickt und weiß immer noch nicht richtig, welche ich jetzt verwende. Ich hatte Bock auf so ein Neongelb, aber das ist mit den Spitzen dann irgendwie blöd. Deswegen wird es wahrscheinlich hier so grün. Ich habe da mal drei rausgepickt. Das ist einmal Fluorescent Lime von Directions, Fluorescent Green und Neon Lime von Luna Tides. Soll ich die einfach mal zusammenmischen und gucken, was draus wird? Das wäre mal eine Idee. Gucken wir erstmal, wie voll die sind. Ach, hier kann ich das zum Glück sehen. Das ist halb voll von Luna Tides. Sehen die denn nochmal aus? Boah, das ist ja so geil, ne? Aber wir mischen die, obwohl, wenn man die beiden zusammenmischt, dann dürfte es das da geben. So in etwa sieht es zumindest aus. Ich habe die Farben zwar alle irgendwann mal vorgestellt, aber wer merkt sich das alles schon? Da muss ich oft selber nachgucken, wie die eigentlich mal aussahen. Außerdem ist es schon so lange her. Wer kann sich das alles merken? So viele Farben immer. Und die letzte. Mischen wir das mal hier mit. Mit dem Schaber einfach. Oh, das sieht so schleimig aus. Ich musste immer an dieses Slime-Spielzeug denken, was wir in den 90ern immer alle hatten. Oder so an Flubber. Kennt ihr den Film Flubber? Ich hoffe, das reicht für meinen Kopf. Ich gebe da mal keine Spülung und nichts hinzu. Alles gesichert. Alte Sachen an. Ja, Boden gesichert. Alles gesichert. Dann kann es ja losgehen. Ach so, Handschuhe wäre nicht schlecht. Ich hoffe, das wird schön. Kräftig, neonmäßig. Da hätte ich jetzt Bock drauf. Was mit den Spitzen wird. Mal gucken. Also ich werde die jetzt auch damit eintönen. Dann wird sich das halt addieren. Aber die werden natürlich nicht so kräftig werden wie der Rest. Naja, und was dann in Zukunft damit passiert. Ich glaube, ich lasse die noch ein bisschen länger wachsen. Dann spätestens im Sommer, wenn es heiß ist, habe ich eh wieder Lust, meine Haare komplett abzurasieren. Von daher werde ich sie dann bestimmt ein Stückchen abschneiden und dann vielleicht schneide ich die Spitzen dann ab. Mal gucken. Spätestens, wenn ich die Haare wieder lang und eintönig haben will, jetzt zum Beispiel dunkelgrün wollte ich eigentlich erst machen, stört es nicht mehr, weil dann sehen alle so aus. Aber wenn man Pastelltöne haben will, stört das natürlich, wenn dann ein Part des Haars so dunkel dafür ist und der Rest halt, ja. Naja, wir gucken einfach mal, was da in der Zukunft noch so kommt. Ich bin ja immer spontan. Ich mache ja immer alles spontan. Ich entscheide immer alles spontan. Manchmal wache ich morgens auf und denke mir, huch, heute rasiere ich mir eine Glatze. Oder irgendwas in der Art. Das kommt immer ganz plötzlich, auch mit dem Haare schneiden. Aber ein Grund mehr, die Spitzen abzuschneiden, ist halt, weil die sich echt nicht gut anfühlen. Also ich kann es nur noch mal wiederholen. Pflanzenhaarfarbe plus Blondierung ist nix gut. Nix gut für die Haare.
So der Rest, ich blondiere ja meine kompletten Haare eigentlich nie, ne? Nur immer die Spitzen, auch die Ansätze immer nach, den Rest eigentlich nie. Von daher sind meine Haare so an sich relativ gesund für blondierte Verhältnisse, so gesund wie blondiertes Haar halt eben sein kann. Aber die Spitzen, die sind jetzt halt echt übel mies angegriffen. Und würde ich da kein Haaröl benutzen, würden die alle abbrechen. Es sind schon ein paar abgebrochen. Was machst du da? Mama macht dich die Haare schön. Geh weg, sonst wirst du auch grün. Kiki, geh weg. Geh weg. Geh. Sonst wirst du auch grün. Was machst du da hinten, Kiki? Seht ihr die überhaupt? Ja, müsste. Das ist eine coole Farbe. Als ich die Farbe das letzte Mal hatte, hatte ich ja so Bob-Länge. Kiki, was machst du da? Ich binge gerade im Moment wieder The Vampire Diaries durch. Habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Wurde mal wieder Zeit. Ich habe jetzt vor kurzem Haus des Geldes Korea geguckt. Also sozusagen eine koreanische Variante von Haus des Geldes. Die Charaktere sind fast die gleichen. Die Story ist grob die gleiche, aber es ist halt so koreanisiert. Also kann man sich auch angucken. Und dann hatte ich danach wieder Bock, Haus des Geldes Original, also die spanische Variante nochmal zu gucken. Das habe ich dann auch gemacht. Habe ich auch relativ schnell durchgeguckt. Und das ist so lustig. Jedes Mal, wenn ich dann irgendwas fertig geguckt habe, sitze ich dann so vor meiner Liste, die sehr voll ist und immer voller wird auch, und denke mir so, fange ich jetzt was Neues an? Oder gucke ich nochmal was Altes? Und meistens tatsächlich wird es dann was Altes. Das ist so, ich bin so ein Mensch, ich kann, wenn mir was gefällt, Filme, Serien, Bücher, kann ich das immer wieder gucken oder lesen. So, ich kenne auch viele Menschen, die können das gar nicht. So, die sagen dann, ja, wieso soll ich das nochmal gucken? Ich habe das doch schon mal geguckt. Ich weiß doch, kenne das doch schon. Bei mir ist das ganz anders. Ich kann das immer und immer und immer wieder gucken. So, jetzt kann nichts passieren. Wunderschön. Jetzt das Übliche, erstmal wieder sauber machen. Ich habe mich natürlich wieder eingesaut. Wie denn auch nicht? Es wäre ja nicht ich, wenn mal alles sauber bliebe. Und das ist das Ergebnis. Ich habe mir einen neuen Schaumfestiger geholt, der irgendwie kacke ist. Meine Haare sind total trocken davon. Vielleicht sehen die jetzt ein bisschen strohig aus. Ich habe gerade noch ein bisschen Haaröl ins Haar gegeben. Aber irgendwie sehen die trotzdem noch so ein bisschen strohig aus. Aber die Farbe ist cool. Die Farbe ist sehr schön. Die Farbe ist super auffällig. Ja, neonmäßig. Also richtig geil, wenn man auffallen will, ist das auf jeden Fall die richtige Farbe. Ich glaube, die Farbe, die ich schon mal hatte, als ich etwas kürzere Haare hatte, so ungefähr, ich glaube, die war ein bisschen gelbstichiger. Ich glaube, das war eher so Neon-Frühlingsgrün. Obwohl, das ist auch irgendwie frühlingsgrün, aber noch gelbstichiger. Naja, ich verlinke euch alle Produkte, die ich benutzt habe, in der Beschreibung des Videos. Ja, lasst doch gerne mal Feedback da. Kommentare, Däumchen, würde mich freuen. Abo, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Macht's gut, bis demnächst.